Willkommen zurück zu Dark Souls 2 und nanu, wir sind ja in Gürms Frist. Warum? Das könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken. Wir sind hier, um Gavlan einen Besuch abzustatten und ein bisschen was von unserem Zeug zu verkaufen. In der letzten Folge haben wir ja eingesehen, dass wir ein bisschen PvP spielen müssen oder haben angefangen ein bisschen PvP zu spielen. Da wir ja ein spezielles Wunder benötigen, das wir eben nur aus dem Glockenhüter-Eid kriegen. Und ja, deswegen will ich jetzt ein bisschen Vorbereitung treffen, ein paar Giftpfeile und so ein Kram kaufen. Das Problem daran ist, ich bin nicht wirklich versiert auf PvP. Ich habe nicht so viel Erfahrung, kenne mich nicht so gut damit aus. Das heißt, ich muss da jetzt... Also wirklich, in den Kämpfen selber, ich fühle mich wie der letzte Vollidiot, bin ich ganz ehrlich. Und deswegen weiß ich nicht wirklich, was ich jetzt genau, wie ich das angehen soll. Ich habe jetzt hier mit dem Schwert versucht, das zu machen. Und ich habe mich gefragt, ist es vielleicht doch besser, wenn wir einfach dieses Riesenteil hier, dieses Drachen-Großschwert nehmen und damit unser Glück versuchen, wird mir das mehr Erfolg bringen? Weil dann würde ich viel mehr Schaden machen. Nur treffe ich damit jemanden überhaupt? Oder bin ich doch mit meinem Schwert besser bedient? Ich bin mir wirklich nicht sicher, wie ich das angehen soll. Und ja, jetzt hänge ich so ein bisschen in der Luft. Denn wenn ich das machen würde, dann könnte ich auch wieder in einem nächsten Playthrough das erst angehen oder so. Aber ja, ich glaube, jetzt haben wir damit angefangen, jetzt ziehen wir das auch durch. Die Frage ist halt nur, mit welchem Equip soll ich da in den Start gehen? Was gibt mir die besten Chancen? Womit komme ich am besten zurecht? Und da bin ich wirklich ein wenig ahnungslos. Ich denke, wir müssen es einfach ein bisschen ausprobieren, aber jetzt werden wir erstmal ein bisschen weiter rumfahren, hier beim Gavlan erstmal den ganzen doppelten Scheiß hier verkaufen, der sich über die Zeit hier angesammelt hat. Das ist wirklich einiges hier und da werden wir dann sehr, sehr viele Seelen haben und das reicht jetzt sogar schon locker wieder für ein Level ab. Müssen wir dann mal gucken, was wir da jetzt machen. So, das kann alles weg. Die ganzen Lumpen hier, ist klar, von denen kriegt man natürlich extremst viele, aber auch andere Dinge, von denen ich es nicht erwartet hätte, kriegt man so viel. Aber die gehen ja natürlich, wie man sehen kann, auch bei weitem nicht so viele Seelen. Also hier die seltenen Stücke, die gehen dann schon ganz gut was. Ja, bei Gavlan verkaufen macht durchaus Sinn. Und, ach komm schon. Ich wollte eigentlich auch hier hin wegen den Giftpfeilen und so weiter. Die könnte ich so oder so mal aufstocken. Und auch wegen den Giftmessern. Und da ist mir aufgefallen, ich habe noch über 60 Giftmesser bei mir rumliegen. Das ist echt krass. So, da muss ich aufpassen, dass ich die auf keinen Fall verkaufe. Glücklicherweise kann das mit den Kronen nicht passieren. Die kann man nämlich gar nicht erst verkaufen. So, bei den Ringen ist nichts wirklich, was ich verkaufen will. Hier habe ich noch getrocknete Wurzel, denn ehrlich, die bringen fast gar nichts. Boah, guck mal, wie viel Seelen die geben. Ha, das ist ja fast noch zu da, um die zu verkaufen. Ja, Jauche-Küchlein braucht man nicht wirklich. Ich jedenfalls nicht. Die Feuerbomben, die spare ich mir doch lieber mal auf. Die können wir vielleicht im New Game Plus noch brauchen, um ein paar Wände aufzusprengen oder so. Ja, und hier die Steine, die könnte ich jetzt eigentlich auch wegbringen. Da habe ich auch schon wieder einiges angesammelt. So. 84.000. Boah, da müsste ich eigentlich... Da dürfte ich mir eigentlich schon gar nichts mehr kaufen. Ja, ich glaube, wir gehen erstmal zurück und gucken, was wir, wie viele Level-Ups wir mit denen schaffen. Oh, Moment, wir können auch einfach nachsehen, fällt mir gerade ein. 45.000. Dann bräuchten wir ja fast 90.000. Ah, dann kaufen wir lieber ein paar Sachen. Vielleicht kann ich ja dann ein paar Seelen reinhauen und kann trotzdem zwei Level-Ups machen. So, wir kaufen mal... Nein, nicht so viele. 240 vielleicht? So, dann haben wir so 300 davon. Und wir kaufen ein paar Giftmesser. Was, wieso kann ich nur so wenige kaufen? Man kann nicht mehr als 99 haben. Oh, okay. Gut, dann halt nur 99. So, dann hier wieder runter. Bip.
Und jetzt erstmal zurück nach Majula. Ja, da hat Gavlan uns mal so einiges abgekauft und viele von den Seen haben auch direkt dagelassen. Aber für ein Level-Up reicht das locker noch. Glücklicherweise haben wir, da wir PvP spielen, als Invasor, also naja, ja, so ungefähr, als Glockenhüter, haben wir praktisch überhaupt keine Gefahr, dass wir die Seelen irgendwie verlieren können. Das ist eigentlich generell das Gute am PvP-Spielen. So, ich glaube, ich ziehe erstmal Belastung nach. Da ich jetzt PvP auch nicht so im Hinterkopf hatte, habe ich natürlich auch nicht das Bild dafür optimiert. Und eigentlich bin ich mit dem Level auch eigentlich sogar schon viel zu hoch. So, gehen wir erstmal zurück zum Dazwischen und bringen ein paar Steinchen weg. So, unterwegs können wir ja eigentlich schon mal hier die Messerchen hier ausrüsten, hier reinlegen. Den Rest behalte ich mal, könnte wichtig werden. Da ich mich als Glockenhüter sowieso kein Estus trinken kann, werde ich auf das Heilen komplett verzichten. Wird bei vielen Experten, bei vielen ehrenhaften Kämpfern hoch angesehen, wenn man sich in einem Duell wirklich nicht heilt. Ich finde auch, wenn man so 1 gegen 1 spielt, ich mach's eigentlich so, ich heile mich grundsätzlich nicht, es sei denn, der Gegner heilt sich. Dann heile ich mich auch. Das ist für mich so ein Ruleset, was einfach gesetzt wird. Und ich lasse es einfach den anderen bestimmen. Wenn er meint, heilen ist okay, dann mache ich das auch. Und wenn nicht, dann lasse ich's. Ach, Mann. So, jetzt haben wir es so langsam raus. Ah, das wird jetzt dauern, das alles einzusammeln. Eigentlich wäre es schlauer gewesen, ich hätte das zuerst gemacht. Und dann erst, wäre dann erst zu der Gavlan gekommen, weil es kann sein, dass hier jetzt wieder ein paar Waffen rauskommen oder so. Die schon was, was ich gehofft habe. Eine Titanitscherbe. Noch eine Titanitscherbe. Rotes Wasser. Menschenbild. Habe ich ja so wenige von. Szene eines stolzen Ritters, das ist gut. Kruder Stein ist mir scheißegal. Alter irdischer Stein ist noch schlechter. Rotes Wasser brauche ich schlichtweg nicht. Szene eines stolzen Ritters, yay! Roter Augapfel, noch ein roter Augapfel. Alte Peitsche, war klar, dass die wieder auftaucht. Titanitbrocken, das ist schon besser. Glitzerndes Titanit, hallo. Dämonengroßhammer. Alte Peitsche ist jetzt, glaube ich, schon die 7. oder so. Und noch ein Dämonengroßhammer. Ah, halt. Halt. Das können wir auch schneller. Tschüssi. So, wird diese Vorbereitung etwas bringen? Wir werden es erfahren. Zurück zum Sonnenturm und hoffentlich kommt heute der Irrkrieger wenigstens einmal. Und es was fallen. Wenn er kommen sollte, ist es eigentlich gut, wenn ich den Ring erstmal ablege und stattdessen einen goldenen Schlangenring ausrüste und dann noch die rostigen Münzen benutzen. Glücklicherweise habe ich recht viele davon. So 3 rostige Münzen, ich glaube bis zu 3-mal stacken die, vielleicht auch bis zu 5-mal, aber darüber hinaus nicht. Da kann man dann nicht eine noch höhere Droprate durch rostige Münzen erhalten. So, erst gucken. Nein, er ist immer noch nicht da. Müssen wir vielleicht doch erst tatsächlich alle Gegner aus dem Gebiet hier entfernen. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie oft ich die Gegner jetzt schon abgeschlachtet habe, aber so die spawnen so noch 12-mal. Also kann das noch ein bisschen dauern. Aber dafür haben wir unser PvP, richtig?
Ne. Schießen die direkt, ist ja gemein. Ah, das habe ich ganz vergessen, dass sie das ja auch können. Na warte, du knirps. So. Und wieder zurück. Ja, wenn ihr glaubt, das ist Fehlgrinding für 100%, haha, die anderen Souls-Teile, also bei Bloodborne weiß ich es nicht, aber Dark Souls und Demon's Souls, das ist noch schlimmer. Da muss man immer mal wieder was grinden, nur um eine bestimmte Sache zu kriegen, die man unter anderem für eine Trophäe braucht. Das ist echt krass. So, jetzt habe ich vergessen, was ich wollte. Ich glaube, nichts Spezielles. Außer vielleicht irgendein Rüstungsteil mitnehmen, was die Drop-Chance erhöht. Aber weiß ich jetzt gar nicht, ob ich sowas überhaupt habe. Ich weiß gar nicht mehr, ob Häftlingslumpen für Drop-Rate oder für Seelen war. Keine Ahnung. Ich kann einfach mal da gucken. Ich müsste die dabei haben. Oder auch nicht. Okay. Zack. Stagger walking to victory. So. Vielleicht hätte ich den Riesenring nehmen sollen, der dann extra Balance-Schaden macht. Könnten wir vielleicht mit ein paar Angriffen im PvP sogar staggern. Aber auch nur vielleicht. Katana sind eigentlich weniger Waffen, die für Staggern da sind. Tust du nicht? Tun sie doch. Und der lebt natürlich wieder. Überlebt wieder mit so ein ganz kleines bisschen. Ja, gegen meinen Stagger walken machst du nix. Seltsam. Ist ja noch gar keine Invasion. Wenn man erstmal alle Gegner ausgelöscht hat, dann kann man das ein spezielles Wunder benutzen, Unveil. Komme jetzt gerade nicht drauf, wie es im Deutschen heißt. Das ist jedenfalls ein Wunder, womit man sehen kann, wie viele Gegner in der Nähe sind. Und wenn man hier im Sonnenturm alle besiegt hat, sowohl ein paar Gegner im Eisenschloss, die da um den Sonnenturm rumstehen, dann kann man das einfach benutzen, um herauszufinden, ob der hier gespawnt. Oh, er ist gespawnt. Halt! Ich bin noch nicht bereit, ich muss mich noch umziehen. Na gut, dann halt nicht. Aua. Aua! Wow. Ich hab ganz vergessen, wie man gegen die kämpft. Das war nicht so gut. Jetzt hat er Gift. Und er geht sogar noch weg. Das ist sehr nett von dem. Und den hätten wir. Und hat sogar was gedroppt. Yay! Direkt die Maske. Ich fasse es nicht. Alter, ich bin so ein Lacker. Ich bin so ein verdammter Lacker. Wisst ihr das? Oh mein Gott. I wasn't even trying. Haha. Wow. Hammerhart. Oder haben die in Call of the First jetzt ist so gemacht, dass er auf jeden Fall was droppt. Obwohl hätten die anderen ja auch was gedroppt. Die haben alle gar nichts gedroppt. So, und damit haben wir jetzt auch einen Kill für unseren Eid. Das heißt, ich glaube, mit dem einen Kill, den wir aus der letzten Folge hatten, brauchen wir jetzt nur noch 18. Yay. So. Und der droppt uns nichts, dann können wir wieder zurück. Dann kann ich euch dieses Schmuckstück mal zeigen. Ich meine, an ihm kann man es ja schon sehen, aber wenn man es selber anhat, dann ist das natürlich, kann das natürlich nochmal viel besser sehen.
So, da ist sie. Und wie man sehen kann, sie ist ziemlich schwer. Aber ich könnte es tatsächlich schaffen. Müsste ich aber wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr auf Belastung skillen, damit ich in New Game Plus mein Schwert führen kann. Aber das kriegen wir schon hin. Aber es ist jetzt schon fast besser oder in manchen Teilen sogar besser als die Maske der Männchen. Nur die Resistenzen sind nicht so geil. Aber guckt sie euch an. Oh yeah. Oh yeah, the Predator is on. Ah, so befriedigend. Aber erstmal werden wir die Maske noch anbehalten. Wenn wir dann mit der Folge fertig sind, dann werde ich mal zurückgehen. Oh, ich sollte mich vielleicht ans Leuchtfeuer setzen. Dann können wir mal zurückgehen, das Ding aufwerten und dann können wir in Zukunft mit der Maske hier durch die Gegend stolzieren. Das ist aber jetzt echt der Hammer. Wisst ihr, wie lange ich auf meinen anderen Spielständen, auf meinen alten Spielständen, noch auf der PS3 und so, wie lange ich da gebraucht habe, um diese Maske zu kriegen, und hier droppe ich die einfach mal so nebenbei. Das ist echt der Hammer. Das ist unglaublich. So. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ah, okay, er ist nicht da. Das ist selten, dass er zweimal hintereinander kommt. Passiert eigentlich nie. Vielleicht können wir noch den hier ausschalten, bevor wir teleportiert werden. Zählt das? Ne, er hat abgeblockt, also tot ist er bestimmt noch nicht. Das ist immer ätzend, wenn man im Kampf ist und dann rausfeudet. Oh, wir sind nicht allein, okay. Oder ist das noch dieser eine Typ? Just call me good. So. Ich glaube, wir können beginnen. Irgendwie beachtet er mich nicht. Hui! Ja, das ist der Grund, warum ich die Messer haben wollte. Da heilt er sich natürlich erstmal. Oh, voll daneben. Das ist sehr gut. Jawohl. Der Assist. Zack. Yo, es giftet, es giftet. Yep. Das Gift hat ihn erledigt. Seht ihr, darum wollte ich giftige Wurfmesser haben. Sie sind einfach ziemlich, ziemlich asozial. Yay, wir haben jemanden solo besiegt. I am so good at this game. So, jetzt können wir hier weitermachen. Und ich misse den natürlich. Natürlich. Oh, aber danke für den Schild. So, dann holen wir uns die letzten Pimpfe da auch noch. So, das war jetzt aber doch irgendwie so eine Befriedigung. Ich bin nicht der schlechteste PvPler der Welt, aber wahrscheinlich, ja, ist er genauso clueless wie ich. Hat man gemerkt, er hat ja nicht mal gerafft, dass ich irgendwie ihn umbringen will. Tut mir wirklich leid, wenn du das hier siehst. Ich hab's für mein Land getan. Ich hab's für Disaster Area getan. So. Ich würde sagen,
Was sagen wir? Eine HP? Okay, doch, lieber erstmal. Das Gute an einem PvP ist natürlich, man kriegt sau viele Seelen. Erst recht, wenn man hier nebenbei auch noch grindet, weil die Gegner hier auch nicht so wenig Seelen geben. Zack. 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 So, den hätten wir. Zack. Oh, den Bogen kriegen wir auch noch, okay. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon habe. Hier muss ich jetzt mal aufpassen. Ja, siehst du, da ist er. Ah, und der ist direkt Akku geworden. Das ist doof. Lass mich in Ruhe. So, Ring. Da ist er. Mano. Ich krieg's nicht hin. Jetzt aber. Yes! Und boom! Und den Rest erledigt das Gift. Ja. Eigentlich, an dem kann ich ziemlich gut üben. Weil ich bei ihm nicht so eine hohe Gefahr habe, dass er mich umbringt. Und diesmal da natürlich nichts fallen lassen. So, dann werden wir mal den Ringe wieder ausrüsten. Ah, wo habe ich denn hingetan? Da. Da ist er. Aha. Räumen wir mal gerade hier in Deckung und warten einfach darauf, dass wir ausweiden. Mal sehen, wo wir diesmal landen. Aha, die Glocke ist geläutet. Das Gitter ist geöffnet. Und hier sind noch ganz, ganz viele Gegner und so. Wo sind meine Messer da? Dann warten wir einfach mal. Das scheint ja dem sein erster Gang hier durch zu sein. Und da ist er auch schon. Und er ist nicht allein. Ach, der schon wieder. Hab ich ja gar keine Lust zu. Komm her! Ah, der. Der nervt. Der nervt gewaltig. Was komm hier runter? Hep. Hep. Es bleibt spannend. Oh, ich dachte schon fast, ich wäre da jetzt voll reingelaufen. Was? Hä? Hä? Was? Wie hat er mich getroffen? Was zur Hölle? Was war das? Auto-Aim oder was? Okay. Das war komisch. Bei mir, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich verguckt habe oder so, aber bei mir sah das aus, als hätte er voll daneben geschossen. So links an mir vorbei. Was zur Hölle war das? Ach, Mano. Ach, die mit den blöden Bomben. Jetzt hört auf. Hört auf. Was mach ich denn hier? Erstmal Ausdauer wieder regenerieren. So, den können wir jetzt schnappen. Und der ist jetzt
hat es jetzt auch hinter sich, so. Dann gehen wir jetzt erstmal zurück und bauen uns unsere Irrkriegermaske auf. Und dann muss ich aber wirklich zusehen, dass ich noch mehr auf Belastung skille. Oder dass ich noch einen Ring benutze, der die Belastung verringert. Ah, ist auch irgendwie doof. Oder ich müsste mich halt von meiner geliebten Rüstung hier verabschieden, aber das mache ich bestimmt nicht. So. Leni Grast, ich habe einen speziellen Auftrag für dich. Ich möchte, dass du dieses Ding hier aufbaust. Gut, dass ich so viel glitzerndes Titanit habe, da ist das kein Problem. So. Ah, jetzt haben wir nur noch 20 übrig. Nee, sogar mehr. Das sind ja Titanitscherben. Eigentlich die Höhlenhaut könnte ich auch aufbauen. Für die nächsten Playthroughs, weil ich muss jetzt nochmal durch den Turm. Da wäre es schon mal gut, wenn man die Höhlenhaut parat hat. Und für die zukünftigen Nashandra-Kämpfe. Deswegen werde ich die Höhlenhaut auch einfach mal aufbauen. Einfach, weil ich es kann. Und weil ich momentan die Seelen dafür habe. So. Fertig. Ach genau, hier Wanderhändlerhut. Der erhöht noch Drop-Chance. Das Problem am Wanderhändlerhut ist, der sieht total scheiße aus. Oh, hey! Yes! Das ist doch cool. Niemand kann mir sagen, dass das nicht cool aussieht. Guckt euch diese Defenses an. Das ist doch nicht schlecht, was? So. Die absolute Höhe, die wir jetzt noch erreichen könnten, wäre, wenn wir den Typen wieder treffen und dann ist tatsächlich noch das Schwert droppt, das er hat, die Chaosklinge. Sobald ich weiß, verwundet. Ah, nee, Berserkerklinge ist das, glaube ich. Keine Ahnung, es ist jedenfalls auch ein Katana. Es ist auch gar nicht so schlecht. Nur ich glaube, das war das Schwert, das einen auch selber verletzt, jedes Mal, wenn man zuschlägt oder so. Ähnlich wie das Hitless Uchigatana aus Demon's Souls, wenn das jemand kennt. Oder hat eben Chaosklinge in Dark Souls 1. Aber ja, ansonsten ist das eigentlich ein ziemlich gutes Schwert. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Das wäre auf jeden Fall cool, wenn wir das hätten. Ja, und damit verabschiede ich mich. Und in der nächsten Folge geht es weiter mit knallharter PvP-Action im Sonnenturm. Und wir sehen uns dann wieder.